da bin ich wieder. So, also, jetzt präsentiere ich euch, das ist mein letzter Akt von Genesis Art 2021. Wir kommen auf ein unbekanntes Objekt in All. Das wissen die Wissenschaftler, was das ist. Noch nicht. Sieht aus wie eine Spinne oder sowas, aber es ist zwischen Nebula und Galaxie. Auf jeden Fall interessant. Jetzt haben wir einen Neutronenstern hier unten. Dieser Neutronenstern, der hat gewaltige Strahlung hier. Und ein Neutronenstern ist so eine Kollabierung von einem Stern. Also nach dieser Explosion von einem Stern, die kollabiert und dann wird massiv. Also so können Sie vorstellen, zum Beispiel ein Löffel von dieser Materie wäre die ganze Mount Everest. Also das ist eine ganz, ganz schwere Element. Also dieser Neutronenstern, von diesem Neutronenstern wird auch, vermuten die Wissenschaftler, auch ein schwarzes Loch. Denn schwarze Löcher sind, das muss ich auch erwähnen, dass jede Galaxie hat ein schwarzes Loch in der Mitte. Und das ist eigentlich das Prinzip. Ein schwarzes Loch, dann die Sterne so rum und die Sterne, die zu nah treten an den Ereignishorizont, die haben Unglück, weil sie sind verschluckt von dem schwarzen Loch. Aber jetzt vermuten die Wissenschaftler und haben die noch nicht gefunden, ein weißes Loch ist ein anderes. Das ist sowas wie bei Besoffenen. Also die schwarzen Löcher schlucken die ganze Wein, sage ich mal, und die weißen Löcher geben das wieder raus. Also die weißen Löcher, die bringen die ganze Materie wieder raus. So, jetzt gehen wir weiter. Wir haben hier eine Explosion von einem Stern. Das ist ein kleinerer Stern, aber der produziert auch diese Gravitationswellen. Hier haben wir Einstein. Auf Einstein komme ich nochmal zurück. Weil wir haben ein Porträt von Einstein gemacht, aber wir präsentieren das nicht, weil es wird alles zu lang. Und Einstein, zu seiner Ehre, habe ich das ganze Idee gehabt. Meine Idee war, in 1 Millisekunde kam und auf einmal habe ich angefangen und hatte peu à peu sich entwickelt, Materie, Materialien, alles besorgt. Lichter und so weiter. Und sehen Sie, das ist das, meine Energie steckt in diesem Monster. Das ist mein Kosmos. Und jetzt ist auch Ihr Kosmos, weil ich habe euch die ganzen Sterne vom Himmel geholt, Galaxien, Exoplaneten, Exosterne und so weiter. Und jetzt gehen wir rüber. Hier ist eine Spiralgalaxie wieder, das ist eine hübsche Galaxie. In der Mitte hat auch ein schwarzes, massereiches schwarzes Loch, aber weil das weiter ist als im Kosmos. Es gibt aber auch Galaxieclustern, also eine Formation von vielen Galaxien. Das ist wie eine Familie, oder? 25 Galaxien zusammen oder mehr. Dann haben wir auch ein Delfin hier als Galaxie. Übrigens, Galaxien haben ganz skurrile Formen. Einige, es gibt eine, der heißt Boomerang-Galaxie. Das ist hier eine Delfin-Galaxie, der hat auch Sterne. Dann haben wir Orion-Galaxie hier. Orion, auch sehr interessant, eine Spiralgalaxie wieder, aber ganz andere.
Also es gibt keine zweite identische Galaxie, genau wie bei Menschen. Also wir sind alle unterschiedlich. Hier haben wir dann eine riesen Monstergalaxie, der konnte bis zu 400 Milliarden Sterne beinhalten. So, wir kommen jetzt schön rüber und zeige ich euch, ja, Auge Gottes, so haben die Wissenschaftler genannt. Ich meine, ich weiß nicht, wer diese Benennung gemacht hat, gibt es also eine Gesellschaft, die das macht, aber sieht wirklich wie ein Auge aus. So, dann haben wir hier eine Libelle unten, sieht man, mit vier Flügeln. Sieht man. Und hier wieder eine Spiralgalaxie. Und diese Spiralgalaxien, die drehen sich immer an die gleiche Rhythmus, gleiche Richtung wie die Uhrwerk. So, dann haben wir hier ein Capricorn. Ich weiß nicht, es gibt Galaxien, die haben nicht alle Namen. Aber das ist auch sehr interessant, weil hier sieht man, genau wie bei Supernova, so viele Elemente, so viele Sachen. Hier könnte ein weißes Loch, hier ist ein weißes Loch, die eigentlich bis jetzt nur durch Gleichungen, mathematische Formel und existiert. Und die neueste Quantencomputertechnik gibt es auch, ist wie ein Auge hier. Das sind auch Asteroiden, Flak-Asteroiden. Es gibt Asteroiden mit komischen Formen. Und neulich kam ein Asteroid so aus wie eine Pfeile, aber die Wissenschaftler wussten nicht, was das ist. Okay, jetzt haben wir auch über Einstein nicht so viel geredet, aber Einstein ist eigentlich der Superstar hier in meinem Konzept, in meinem Projekt Genesis Arc. Der Einstein hat ein sehr interessantes Leben, auch anstrengend. In Ulm geboren, hat über circa 5 Staatsbürgerschaften und so weiter und so fort. Und er hatte die ganze Kosmologie, die ganze Wissenschaft verändert durch seine Formen und seine Thesen. Und ich habe seine Thesen und seine Arbeit gelesen, teilweise, weil das ist enorm. Aber ich weiß Bescheid. Er hatte die Theorie mit dieser Raumzeit, warum ich hier auch diesen riesen Raum gemacht habe mit diesen Krümmungen. Die Krümmung ist immer hier. Bitte, da ist die Krümmung. Das ist eine Krümmung. Dann die zweite Krümmung hier. Und das ist dann Raumzeit. Warum Raumzeit? Ich habe die Zeit auch dargestellt hier mit dieser Uhr. Der läuft auf diese Uhr. Wie Sie sehen, ich verfolge die. Ja, hier. Der läuft. Ja, der läuft auf Sekunden, dann Stunden und so weiter. Also alles ist hier symbolisch auch dargestellt, dass man versteht Raumzeit, weil Raum und Zeit gehören zusammen. Hier ist meine Firma, Cosmo Board Art. So habe ich das genannt, als Konzept hier. Und Titel ist Genesis Art. Das ist eine Hexengalaxie, habe ich selber konzipiert. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche, ganz verrückte Formen. Und meine künstlerische Freiheit hat mir erlaubt, dass ich so eine Hexengalaxie gegründet habe. Und jetzt gehen wir langsam zu Ende mit unserer Show.
Ich habe euch vieles erzählt, aber jetzt warten wir auf James Webb Teleskop, was uns berichtet. Und ich beende jetzt langsam unsere Show und ich wünsche Ihnen, dass Sie bleiben total neugierig. Und diese Neugier hatte uns zur Wissenschaft, was niemals uns jemand wegnehmen kann. Wir sind einzigartig und ich hoffe, dass wir finden auch die ganze Welt neu zu gestalten und den Kosmos zu erforschen.